Geheimnis eines wertschätzenden und achtsamen Führens ist eigentlich gar kein Geheimnis. Es ist relativ simpel und relativ einfach. Es fängt einfach damit an, mit dem Thema Wahrnehmung. Das heißt, Wahrnehmung ist das Erste, was wir brauchen, um achtsam führen zu können. Und wenn uns die Wahrnehmung gelingt, dann funktioniert sicherlich auch das achtsame und wertschätzende Führen. Denn von der Wahrnehmung ausgehend fängt die emotionale Intelligenz an. Das heißt, das ganze Thema des Selbstmanagements, des Umgangs mit anderen, beginnt mit der Wahrnehmung. Dass das nicht so einfach ist, das hatten wir im Vortrag ja schon gesehen. Wir hatten ja diesen kleinen Wahrnehmungstest gemacht und ziemlich schnell entgleitet man ja in der Wahrnehmung. Insofern ist es doch noch ein Geheimnis. Unser Management ist ganz, ganz oft noch geprägt von dem sogenannten IQ-Management. Ich nenne das immer von der akademischen Intelligenz, das heißt vom Fachwissen. Und Emotionsmanagement ist ja dieser gekonnte Umgang mit Emotionen, den eigenen, den fremden. Und im Rahmen des Emotionsmanagements ist für mich ganz, ganz klar das Thema der Selbstreflexion ausbaufähig. Das heißt, wie treten wir nach außen auf, wie gehen wir mit unseren Emotionen um, wie reflektieren wir sie und wie reflektieren wir auch schließlich die Emotionen der anderen, der Mitarbeiter, unseres Umfeldes, der Kollegen. Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach eines der Themen, die wir noch ganz, ganz weit ausbauen können. Natürlich hängen die Themen, die danach kommen, ich mache jetzt mal eine kleine Wertung da drin, die danach kommen, noch mit dran. Das wäre das Thema der Selbstmotivation. Emotional intelligente Managerinnen und Manager motivieren sich selber. Und das Thema der Selbstdarstellung, eine gekonnte Selbstdarstellung, weder über- noch untertrieben, sind auch noch weitere spannende Themen, die es gilt, in Zukunft voranzutreiben. Also gute Führungskräfte zeichnen sich eigentlich durch drei ganz wesentliche Elemente aus. Das erste Element und meiner Meinung nach eben das wichtigste Element ist die gekonnte emotionale Führung, das heißt achtsame, wertschätzende Führung, das heißt letztendlich nichts anderes, der gekonnte Umgang mit den Gefühlen von mir und den anderen, also auch gekonntes Emotionsmanagement. Aber auch das gehört dazu. Gute Führungskräfte zeichnen sich natürlich auch durch ein entsprechendes Fachwissen aus. Ich denke, das ist ein Thema, was dann vielleicht manchmal im Rahmen des ganzen Emotionsmanagements zu kurz kommen kann. Und sie zeichnen sich aus durch sehr gute und sehr ausgeprägte sozial-kognitive Fähigkeiten. Das heißt, das sind Fähigkeiten, die etwas mit Wahrnehmung und Erkenntnisgewinnung zu tun haben. Das heißt, sie können sehr, sehr gut Themen wahrnehmen, Emotionen wahrnehmen, sie können Stimmungen wahrnehmen und bekommen mit denen umgehen. Also sozial-kognitive Fähigkeiten. Diese drei zeichnen gute Führungskräfte meiner Meinung nach aus.